Mein Name ist Laurin Vierat und ich bin einer von 5 Gründern von Sunzilla. Und wir bieten mobile Solargeneratoren an. Die ganze Geschichte hat angefangen vor 5, 6 Jahren. Wir haben zusammen einen Verein gegründet, noch mit anderen Freunden, und haben unter anderem ein Floß gebaut und auf diesem Floß Veranstaltungen gemacht in Berliner Gewässern. Und eigentlich, was immer du machst, du brauchst Strom. Ne? Wenn du ein bisschen Musik haben willst, wenn du ein Beamer haben willst, irgendwas, du brauchst immer Strom. Die Lösung für das Problem, dass man Strom haben will an Orten, wo man keinen Strom zur Verfügung hat. Und es kann ganz vielfältige Fälle sein. Es kann in Deutschland sein, der Camper, der Strom braucht. Es kann ein Festival sein. Es kann aber auch zum Beispiel Krisenregionen sein, wo nach einer Naturkatastrophe das Stromnetz zusammenbricht. Oder es gibt auch in Deutschland jetzt weniger Orte, aber im Ausland ganz viele Orte, die nicht ans Netz angeschlossen sind oder eben nur einen Anschluss an ein unzuverlässiges Stromnetz haben. Und für diese Fälle haben wir eine Lösung geschaffen mit diesen mobilen Solargeneratoren, die so einfach zu handhaben sind und auch ohne Kenntnisse aufzubauen sind, wie eben ein klassischer Dieselgenerator. Mit dem Vorteil, dass sie keinen Diesel benötigen und saubere Lösungen sind. Das System ist Open Source und das bringt ganz gewaltige Vorteile für den Kunden mit sich, weil eben dadurch, dass wir alles veröffentlichen, unsere Baupläne, unsere, was weiß ich, Muster, ja, Anleitungen dazu, wie das Ding aufgebaut ist, dadurch wird das Produkt reparierbar in jedem seiner Einzelteile. Das heißt, wenn irgendwas kaputt geht, dann muss ich nicht alles wegschmeißen, sondern ich kann einfach den Teil austauschen, der kaputt ist. Und das ist eben ein großer Vorteil, den wir in unserem Produkt sehen. Das System ist super einfach zu transportieren. Also man sieht es auch, das ist hier einmal so, die Solarpanels sind in so einer Tasche, das liegt so 8 Kilo vielleicht. Und dann habe ich noch so 2 Boxen, die wiegen aber auch nicht mehr als 15 Kilo zusammen. Und ich kann das System einfach sehr schnell an einen anderen Ort bringen, wenn ich will. Und ich kann das System auch sehr schnell aufbauen. Also es dauert vielleicht 5 Minuten maximal und dann steht das Ding und macht mir Strom. Und das ist eben auch das Geniale daran. Das heißt, ich kann einen Kühlschrank das ganze Jahr über betreiben, ich kann Lichter betreiben und ich kann Handys laden. Die Batterie, die da integriert ist, die umfasst so eine halbe Kilowattstunde. Das heißt, ich kann, was weiß ich, eine Sparlampe, die hat irgendwie 20 Watt, die kann ich irgendwie ein paar Tage auf jeden Fall betreiben, bevor der Akku leer ist. Und dann scheint ja zwischendurch auch mal wieder die Sonne. Was noch besonders ist an unserem System, dass es modular aufgebaut ist. Das heißt, ich kann, wenn ich sage, ich brauche eigentlich viel mehr Batteriespeicher, weil ich vor allem Nachtstrom brauche, dann kann ich einfach noch eine Batteriebox dranhängen. Wir haben einen Slogan und der heißt Power to the People. Und im Englischen heißt der Power mehrere Sachen. Also einmal geht es so um Energie. Wir wollen den Leuten Energie geben, aber wir wollen den Leuten auch Macht geben. Und wenn du halt den Leuten ein Open-Source-Produkt anbietest und einen Solargenerator anbietest, dann haben sie eben eine größere Unabhängigkeit von erstens dem Versorger, der irgendwie den Strom anbietet. Und sie haben aber auch mehr Unabhängigkeit von speziellen Ländern oder Zulieferern, weil eben die Anlage gehört ihnen. Und das ist, da ist nicht noch jemand, der dazwischen reinfunkt und bestimmt, was passiert. Sunzilla, Power to the People.